Es gibt mehrere Energieformen, die man, wie wir im nächsten Tutorial sehen werden, umwandeln kann. Diese graue Masse hat durch ihre Höhenlage eine gewisse Energie, denn durch ihre Höhe ist sie fähig, eine Arbeit zu verrichten. Wir reden hier von einer potenziellen Lageenergie. Hier eine weitere Energieform, die potenzielle Spannenergie. Hier der gespannte Bogen ist fähig, eine Arbeit zu verrichten. Auch in diesem Fall spricht man von potenzieller Spannenergie. Weil die Masse des Autos sich mit einer Geschwindigkeit bewegt, spricht man von kinetischer Energie. In diesem Rohr befindet sich ein Gas. Wenn man dieses Gas erwärmt, so dehnt es sich und somit kann durch diese Wärme Arbeit verrichtet werden. Wenn man Holz verbrennt, findet eine chemische Reaktion statt und so entsteht chemische Energie. Von der Sonne erhalten wir Lichtenergie. Hier eine weitere Form von Energie, elektrische Energie. Gewisse Atomkerne lassen sich spalten und bei solch einer Kernspaltung wird Energie freigesetzt. Man spricht hier von Kernenergie. Unser größter Energielieferant ist die Sonne. Die Energie, die wir von der Sonne erhalten, ist ebenfalls Kernenergie. In der Sonne findet aber keine Kernspaltung statt, sondern Kernfusionen. Und bei solchen Kernfusionen wird enorm viel Energie freigesetzt.